Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute geht es nur so ein bisschen um Nähen, denn heute geht es mal um Plotten. Und das hat ja nur indirekt was mit Nähen zu tun, denn mit Plotten könnt ihr ja eure eigenen Kleidungsstücke, die ihr selbst genäht habt, ein bisschen verschönern und aufpeppen. Und ich bin schon sehr oft gefragt worden, wo ich denn Schriftarten finde für Plotterdateien. Und genau das möchte ich euch heute zeigen. Ich zeige euch, wo ihr schöne Schriftarten findet, wie ihr diese unter Windows installieren könnt, um sie anschließend in eurem Silhouette Studio zu nutzen. Diese Woche geht es ausschließlich um das Silhouette Studio. In einer anderen Folge dazu werde ich mich aber auch nochmal mit dem Brother Scan and Cut und allgemein mit dem Plotten mit Brother beschäftigen. Aber heute fangen wir mit dem Plotten einmal an und nehmen das Silhouette Studio. Ich zeige euch so ein bisschen das neue Silhouette Studio, nicht ausführlich, denn es hat eine neue Benutzeroberfläche bekommen mit dem letzten Update, wenn ihr dieses schon gemacht habt. Aber jetzt geht es darum, Schriftarten zu finden, um eure Shirts zu verschönern und diese dann schön zu nutzen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, wie versprochen, nehme ich euch heute mit in meinen Rechner. Und wie ihr seht, habe ich hier schon mal das Silhouette Studio geöffnet. Und wir möchten heute zusammen einmal eine Schriftart im Silhouette Studio nutzen, die so standardmäßig auf dem Rechner nicht vorhanden ist. Das Silhouette Studio bietet ja die Möglichkeit, hier über den Button A, das ist so der übliche Button, den jedes Grafikprogramm hat, um einen Text zu erstellen, die Möglichkeit, hier einen Text reinzuschreiben, beispielsweise Keep Calm. Und diesen kann man dann hier oben mit einer jeweiligen Schriftart gestalten, die man ganz gerne nutzen möchte. Dafür markiert man sich einfach den Text und sucht sich hier einmal eine Schriftart aus, die auf dem Rechner installiert ist. Wie du siehst, habe ich sehr, sehr viele Schriftarten auf meinem Rechner, die ich sowohl privat als auch gewerblich nutze. Die gewerblichen Schriftarten habe ich immer entsprechend dann gekauft, weil jede Schriftart eben eine Lizenz beinhaltet. Und das ist etwas, was ich dir wirklich, wirklich ans Herz legen möchte. Achte bitte immer darauf, dass du eine entsprechende Lizenz für eine Schriftart hast. Wenn du geplottete Sachen, also T-Shirts beispielsweise mit Schriftzügen verkaufen möchtest, dann bitte ich dich darum, schaue nach, ob das mit der Schriftart möglich ist. Und wenn nicht, dann kauf dir die Lizenz, um die Schriftart gewerblich zu nutzen. Das ist sonst sehr problematisch, denn du kannst damit ein Urheberrecht verletzen und das ist etwas, was ein ziemlich heikles Thema ist. Deswegen immer schauen, ist die Schriftart gewerblich nutzbar oder eben auch nicht. Wenn du dir eine Schriftart dann ausgewählt hast für deinen Schriftzug, musst du immer so ein bisschen schauen, wie du hier jetzt siehst, überlappen die Teile der Schriftart. Das kann man dann immer ein bisschen mit verschweißen, dass du die ganze Sache zusammenbringst. Das wäre dann hier unter Modify und dann Verschweißen. Und dann siehst du, hast du hier die ganze Schriftart eben schön zusammen und hast keine Überlappung mehr. Der wichtigste Punkt ist jetzt aber, dass du deine Schriftart auch wirklich auf deinen Rechner bekommen musst und gar nicht mal, wie du die ganze Sache hier im Silhouette Studio handelst, weil ich denke, das mit den Plotten und nachher dem späteren Senden an deinen Plotter, das kennst du auf jeden Fall alles schon, sondern es geht einfach darum, eine schöne Schriftart zu finden. Und diese schöne Schriftart findest du hier auf der Seite davon. Und hier gibt es eine Masse an Schriftarten, wirklich tolle Sachen, sehr filigrane Sachen, sehr kreative Schriften und da eben auch sehr einfach gehaltene, schlichte Schriftarten, die du dann nutzen kannst. Und auch hier steht immer dabei, wie du hier hinten in der Seite siehst, dass die Schriftart beispielsweise The Bully nur für den privaten Gebrauch bestimmt ist. Und genau das ist das, worum ich dich wirklich bitte, es zu beachten. Diese Schriftart darf nur privat genutzt werden. Du darfst sie nicht auf einer Webseite nutzen, du darfst sie nicht kommerziell verwenden, also nicht damit T-Shirts beplotten und diese dann verkaufen. Achte da bitte drauf, in deinem eigenen Interesse. Ja, und so kannst du dich hier durch die ganzen, durch das Meer an Schriftarten klicken, von Cartoon-Schriftarten, die es hier gibt, die du dann plotten kannst, die wirklich sehr toll sind und ja, alles Mögliche. Also deiner Kreativität ist da wie immer keine Grenze gesetzt.
wühl dich dadurch, schau dir eine Schriftart an, die du gerne magst. Du kannst auch sogar über eine andere Seite Schriftarten finden. Die Seite nennt sich MyFonts. Da gibt es ein Tool, mit dem What the Font Tool kannst du eine Schriftart suchen, indem du beispielsweise ein Bild hast, was du hier hochladen kannst, um eben rauszufinden, was für eine Schriftart das ist. Wenn dir eine Schriftart sehr, sehr gut gefällt und du die aber irgendwie nicht finden kannst, kannst du das hier über diese Seite machen und dann eben entsprechend die Schriftart finden. Wenn du dir jetzt beispielsweise eine Schriftart hier ausgesucht hast, ich gehe jetzt mal hier auf Feuer und Eis und nehme gleich hier oben die Blaze, die erste Schrift. Dann klickst du hier unten einfach auf Download und siehst jetzt hier in deiner Download-Leiste, es ist bei mir jetzt beim Chrome so, dass die Schriftart fertig heruntergeladen wurde. Je nachdem, was du an deinem Rechner eingestellt hast, kannst du die Schriftart dann im Ordner anzeigen lassen bzw. sie in deinem Ordner Downloads finden. Bei mir ist das in dem Fall tatsächlich der Ordner Downloads. Jetzt ist die Schriftart in einem ZIP verpackt. Das ist eine komprimierte Datei. In diesem Komprimierungsformat findest du in der Regel auch Schnittmuster, die ein bisschen umfangreicher sind und mehrere Schnittbögen haben. Also nicht nur eine PDF-Datei, sondern wie in meinem Fall, dass die Schnittmuster beispielsweise mehrere PDF-Dateien haben für die einzelnen Schnittbögen in A4 und A0 und dann auch noch die Anleitung, sind die ganzen Sachen eben halt hier in diesem ZIP verpackt. Um eine ZIP-Datei zu entpacken, kann ich dir ein Programm raten, und zwar ist das hier das Programm 7-Zip. Das ist eine Open-Source-Software, die du kostenlos herunterladen kannst und eben dann für Windows nutzen kannst, um diese dann auf deinem Rechner zu installieren und damit eben die Dateien zu entpacken. Ja, und das Entpacken ist eigentlich auch kein großes Hexenwerk. Du hast den ZIP-Ordner. Wichtig ist wirklich, dass du eine einzige Ansichteinstellung machst, damit du weißt, welcher Ordner was ist. Und zwar wäre das dann hier oben über den Kartenreiter Ansicht, dann einmal auf Optionen und dann Ordner und Suchoptionen ändern. Und dann kannst du hier wieder auf den Reiter Ansicht gehen und dir hier einen Menüpunkt raussuchen. Erweiterung bekannter Dateitypen ausblenden. In der Regel ist hier vorne ein Häkchen drin. Das ist so ein bisschen, ja, gibt eine cleanere Oberfläche auf dem Windows, dass du dann zum Beispiel nicht mehr siehst, ob es ein .pdf oder .svg oder .dxf ist, wenn du das öfter genutzt hast. Wenn du das aber nicht siehst, dann kann das in der Regel auch mal problematisch werden bei heruntergeladenen Dingen. Also ich rate dir immer hier, diesen Haken herauszunehmen, Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden. So wird dir immer angezeigt, was für einen Dateityp du auf deinem Rechner da hast und mit welchem Dateityp du es in dem Moment zu tun hast. So, und dann wollen wir jetzt einmal das ZIP entpacken. Dafür klickst du einfach mit rechts auf die Datei drauf und dann hast du hier in deinem Pulldown-Menü schon den Punkt 7-Zip. Und ich entpacke immer in einen Ordner, weil das ein bisschen übersichtlicher ist und dann ja, mein Ordner Downloads ein bisschen aufgeräumter ist, wenn ich es dann mal wieder nicht schaffe, das zu sortieren. Und nach dem Klick darauf dauert das einen ganz kurzen Moment und schon ist der Ordner entpackt. Jetzt habe ich hier meine Schriftart, eine TTF-Datei. Schriftarten sind in der Regel immer in dem Format .ttf gespeichert, jedenfalls die Schriftarten, die du unter Windows nutzen kannst. Das ist ganz wichtig. Und diese Schriftart nehme ich jetzt einfach einmal mit Rechtsklick und kopiere diese Datei. Und um jetzt die Schriftart auf meinem Rechner zu installieren, gehe ich auf meine Hauptpartition, wo mein Windows installiert ist, gehe einmal hier in den Ordner Windows und anschließend hier in den Ordner Fonts. Und dann zeigt er mir auch schon alle Schriftarten an, die ich hier installiert habe. In meinem Fall sind das sehr, sehr viele. Und mit einer Tastenkombination, nämlich Steuerung V, füge ich einfach diese Schriftart ein. Und das ist auch schon der ganze Zauber, um eine Schriftart auf einem Rechner zu installieren. Und jetzt kann man, wenn man wirklich sicher gehen möchte, ob die tatsächlich installiert worden ist, auch einmal noch nach der Schriftart suchen. Das ist hier Blaze Standard. Und sobald man sie da gefunden hat, kann man sich sicher sein, dass der Rechner sie auch
vollständig verwenden kann. Beim Silhouette Studio ist es jetzt so, dass du das Studio einmal schließen musst, um es dann auch wirklich diese Schriftart verwenden zu können. Und es, wenn du es dann wieder geöffnet hast, ist die Schriftart in dem Pull-Down-Menü quasi vorhanden. Wenn du jetzt hier einmal schaust, dann wäre es so, dass ich dieses Ding zum Beispiel gar nicht mehr nutzen kann, weil ich es in einen Pfad umgewandelt habe, um eben die ganzen Pfade zu verschweißen. Möchte ich jetzt aber die Schriftart nutzen und ich habe jetzt hier meinen Text einmal eingetragen und gehe hier auf das Pull-Down-Menü, werde ich leider feststellen müssen, dass unter B diese Schriftart zurzeit noch nicht vorhanden ist. Wie du siehst, ist da nichts zu sehen. Ich muss jetzt also einmal mein Studio komplett schließen, es anschließend wieder öffnen und in meinem Fall öffnet er das immer auf dem Hauptbildschirm, weswegen du jetzt das Öffnen nicht sehen kannst. Und wenn ich dann es geschafft habe, so, jetzt habe ich hier wieder meine normale Silhouette-Oberfläche, erstelle wieder einen einfachen Text, den ich einmal komplett markiere und wähle jetzt anschließend hier oben meine neue Schriftart aus. Du kannst sie entweder durch Scrollen suchen oder eben auch eine Eingabe tätigen und dann ist man schon mal ein bisschen näher an dem, was man haben möchte. Da ist sie jetzt. So, und dann habe ich hier quasi meine Schriftart, die ich entsprechend nutzen kann. Auch hier siehst du das wieder, wenn man hier so ein bisschen näher reingeht, dass einige Teile überlappen, weswegen du auch diese Schriftart zwingend über den Punkt Modify verschweißen solltest, damit eben diese Überlappungen alle verschwinden. Ja, und im Anschluss daran kannst du das einfach auf der Matte natürlich entsprechend richtig hinziehen, nicht so wie ich jetzt hier, und dann dir einfach einmal hier aussuchen, aus was du ausplotten möchtest und wie das laufen soll. Wenn du das dann alles ausgewählt hast, kannst du ja deinen Plot für dein Shirt auch schon fertig machen. Und das ist im Prinzip schon der ganze Zauber mit Schriftarten, die du für das Plotten von ganz normalen Slogans, kurzen Texten oder Namen, Zahlen einfach nutzen kannst, ohne dass du dir eine Plotter-Datei kaufen musst. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen und ihr wisst jetzt, wie ihr eine schöne Schriftart finden könnt, diese auf eurem Rechner installiert und dann anschließend einen schönen Plot mit einem schönen Schriftzug machen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, einen Daumen hoch gebt hier unten unter dem Video und vielleicht die kleine Glocke läutet und dann kein Video mehr von mir verpasst. Vielleicht sehen wir uns dann schon nächste Woche hier zu einem neuen Tutorial oder wie gehabt zum Vlog oder auch zum Nähtratsch. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und viel Spaß beim Plotten. Tschüss!